Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. 2 Wochen vor der Wahl bleibt es nicht aus, dass die Spitzenkandidaten sich aneinander messen. Und gerade im Abendblatt war jetzt ein Duell zwischen dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank zu verfolgen. Spannend für uns natürlich die Diskussion um die Umweltpolitik, ganz vorne der Klimaschutz. Hier haben wir festgestellt, dass beide Parteien da in einen hoffentlich konstruktiven Wettbewerb einsteigen und sich quasi beim Klimaschutz überbieten wollen. Wichtig wird dann aber sein, was kommt nach der Wahl dabei raus und kommen wir tatsächlich mit den CO2-Einsparungen voran. Daran sind Zweifel durchaus angemeldet. Der BUND hatte ja zum Beispiel auch den Klimaplan kritisiert, wo die CO2-Einsparungen nicht umfangreich genug ausfallen. Weiteres Thema war der Flächenverbrauch in Hamburg. Das sehen wir als BUND natürlich weiterhin kritisch. Hier war von beiden Kandidaten zu hören, es ist doch eigentlich alles ganz gut in Hamburg. Da sind wir völlig anderer Auffassung. Es wird nach wie vor massiv, auch in Landschaftsschutzgebiete, reingebaut. Deswegen klagt der BUND unter anderem gegen das Bebauungsgebiet in Rahlstedt. Was noch war? A26, ein Streitthema zwischen Rot-Grün. Und ich glaube, hier muss man wirklich nach der Wahl auch nochmal in sich gehen, ob diese Stadtautobahn noch angezeigt ist in heutigen Zeiten. Wer mehr Verkehr produziert durch Autobahn, geht den völlig falschen Weg. Zum Schluss noch ein Hinweis. 2 Tage vor den Wahlen wird eine große Demonstration in Hamburg stattfinden, am 21.02. Fridays for Future und auch der BUND und viele andere Organisationen rufen dazu auf. Ich hoffe, ihr seid dabei und euch ein schönes Wochenende. Ciao.